So, da bin ich wieder, euer Hellrider. Und ich habe herausgefunden, wie der jetzt geht, der Sprung. Wir brauchen einen Shell. Es geht wieder um einen Shelljump. Da, wo ich ein Übermeister drinne bin. Und naja, man muss ihn ungefähr hier aktivieren. Da ist er fast. Das ist dieser Sprung ist mies, aber ich habe ihn einmal geschafft. Und da ich jetzt weiß, wie er geht, sollte er nicht mehr allzu schwer sein. Der war wieder fast. Der war daneben. Entschuldigung. Und ich hasse diesen Sprung genauso wie alle anderen Shelljumps. Wieso ich ihn jetzt nicht mehr hinkriege, ist fraglich. Yes. Und wir haben es geschafft. Und es kann jetzt weitergehen. Ich habe den Timer nicht gestellt. Super, super, super. Da drin ist ein Trampolin. Wie wir an das Ding kommen, ist mir unbekannt. Ich habe keine Ahnung. Muss ich ihn in der Luft aktivieren oder wie ist das? Vielleicht muss ich auch nur in diese Röhre. Ja. Ja, das könnte sogar klappen. Jetzt habe ich ein Piece mit schon hier. Ja. Kann man hier... Nein. In Ordnung. Ich weiß... Da ich jetzt weiß, wie es geht, sollte es nicht... mehr so schwer sein. Ich bin ja auch... Mann, Mann, Mann. Wir drücken ihn hier. Hol uns den Pilz. Gehen die... Schön, schön, schön. Und was wir jetzt machen müssen ist... Ach so. Aber den Sprung muss ich nicht wiederholen. Ich kann hier einfach stehen bleiben. Springen. Nein, fast. Und jetzt. Ja, ein paar Sekunden danach dem... Lüt. So. Wir können uns im Prinzip den P-Switch nochmal holen. Mal sehen, ob wir ihn brauchen. Eieiei. Okay. Nein! Ich wollte speichern und nicht... Ach, egal. Du kannst direkt schon weitergehen. Wir werden klein. Warum auch nicht? Drücken den P-Switch. Warum ich das gemacht? Für gar nichts. Und das Level geht weiter. Ah, ich war eben ein bisschen leise, kann das sein? Dann sollte ich das jetzt ändern. Und geschafft. Für
absolut gar nichts. Okay, gehen wir nochmal hier rein und suchen eventuell einen geheimen Ausgang. Falls es hier einen gibt, keine Ahnung. Angespannt gerade, das gibt's gar nicht. Und wieso bin ich immer noch so leise? Okay, rein in diese Tür. Ups. Weiter, weiter. Ich kenne die Gegend schon. Ja. Den lassen wir vorbei. Jetzt ist mir das auch egal. Mach eine Plattform daraus und spring hier rüber. Machen das nochmal. Warum? Keine Ahnung, weil ich doof bin. Und fallen in den Abgrund und machen das nochmal. Nur aber. Mal sehen, welche habe ich denn geschickt. Und natürlich schaffe ich das kein zweites Mal. Ja. Bin gut. Schön. Chill. Geschafft. Und gehen wir durch diesen Ausgang. Machen dementsprechend auch den Boss. Versagen. Versagen. Das muss natürlich ein anderer Ausgang sein. An was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Anscheinend müssen wir es einfach nur hier durchschaffen. Das will ich doch stark hoffen, dass wir es nur hier durchschaffen müssen. Und uns nicht von der Sense treffen lassen, das ist sehr schlecht. Okay, nach diesem Boss werde ich kurz stoppen. Um zu sehen, wie viel Zeit wir überhaupt erreicht haben, weil ich den dummen Timer nicht gestellt habe. So unglaublich schlau bin und mich immer wieder auf denselben Trick sterben muss. Und. Wir können einfach. Ich dachte, wir können jetzt einfach. Das ist mies. Das ist richtig mies. Scheint es unten. Ist hier unten so ein Safe Point. Ich weiß nicht, wie ich die besiegen soll. Vielleicht einfach durch diese Tür. Und schon sind wir am richtigen Ausgang. In Ordnung. Beim nächsten Mal geht's weiter. Euer Hellrider.